Hast du dich jemals gefragt, wie du zu deiner Lebenspower kommst und wie deine Zellen Energie produzieren? Willkommen zu diesem spannenden Video über Mitochondrien, die Kraftwerke deiner, unserer Zellen. Ich bin Petra Bracht, ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin und mit Leidenschaft Ernährungsmedizinerin und praktiziere seit über 40 Jahren in meiner Praxis. Heute wollen wir entdecken, wie diese winzigen Organellen uns antreiben, uns gesund halten und sogar unsere Lebenserwartung positiv beeinflussen können. Es sind ganz, ganz winzige Gebilde in unseren Körperzellen, die für unsere Lebensenergie verantwortlich sind. Je nach Funktion der Zellen enthalten diese einige hundert bis viele tausende dieser kleinsten Kraftwerke. In der Eizelle beispielsweise finden sich Hunderttausende. Im Übrigen, lange Zeit wurde diesen wichtigen Zellbestandteilen kaum Aufmerksamkeit zuteil, bis Professor Dr. Rolf Lucht die einschneidende Bedeutung für die Gesundheit und die Entstehung von Krankheiten im Zusammenhang mit den Mitochondrien erkannte. Er hat den Satz geprägt, das Leben ist in den Mitochondrien verankert. Und das war seine feste Überzeugung bereits 1962. Es hat also noch ganz schön lange gedauert, bis die dann auch irgendwann mal diese Überzeugung in der normalen Medizin angekommen ist. Er hatte im Übrigen einen Schüler, und den möchte ich hier jetzt auch erwähnen, und zwar Dr. Franz Enzmann. Ich möchte ihn erwähnen, weil ich ihn persönlich kenne und auch schätzen gelernt habe und weil er auch in unserer Region wohnt. Und er hat die Mitochondrien auch schon seit 1973 erforscht und er hat maßgeblichen Anteil an der Erkenntnis der wichtigen Rolle des Provitamins Q10 für die regelrechte und gute Funktion der Mitochondrien und damit auch die Rolle des Q10s insgesamt für unsere Gesundheit. Mittlerweile im Übrigen werden diese kleinen Kraftwerke, die sind ja mini, aber unglaublich wichtig, als Könige und als Regenten unserer aller Zellen bezeichnet, da ihre Häufigkeit und auch deren Leistungsfähigkeit Voraussetzung einer robusten und natürlich ganz stabilen Gesundheit auch sind. Ja, und damit der Energiegewinnungsprozess perfekt funktioniert, benötigen diese Verbrennungsöfchen neben den Makronährstoffen Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate bestimmte Mikronährstoffe. Und die schauen wir uns jetzt mal genau an. Mikronährstoffe im Übrigen sind Vitamine, spezielle Mineralien und Spurenelemente. Also, die Nummer 1 ist das Coenzym Q10. Das ist ein ganz wichtiges Provitamin für die Energieproduktion in den Zellen selbst, also damit die Mitochondrien funktionieren können. Dann die gesamten B-Vitamine, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 und B12. Die sind wichtig, ebenfalls für die Energiegewinnung und natürlich damit auch für die Funktion dieser Mitochondrien. Magnesium, meine Güte, Magnesium ist so unendlich wichtig. Also für die Mitochondrien, klar, weil es nämlich ganz vielen Enzymen bei der Energieproduktion hilft. Wir wissen, dass Magnesium mindestens in 600 verschiedenen Enzymen enthalten ist. Und das ist natürlich total wichtig für die Herstellung von ATP. So heißt nämlich unsere Lebensenergie, Adenosintriphosphat. ATP ist die Abkürzung dafür. Ja, und dann auch die Alpha-Liponsäure ist ein starkes Antioxidans, das auch als Helfer für die mitochondriale Enzyme fungiert und die oxidativen Schäden natürlich reduziert. Vitamin E und C, das sind ganz klare Antioxidantien, die die Mitochondrien schützen, und zwar auch durch oxidativen Stress schützen. Eisen brauchen wir natürlich auch, und Eisen ist ein wichtiger Bestandteil von Enzymen, genau in der Elektronentransportkette für die Funktion der Mitochondrien. Kupfer und Zink, ebenfalls wichtig für die Funktion von Enzymen, die bei der Energieproduktion und wiederum dem Schutz vor oxidativen Schäden helfen. Und dann Selen, ihr kennt Selen bestimmt alle.
Sphalenis Bestandteilen ebenfalls von antioxidativen Enzymen, die die Mitochondrien wiederum vor oxidativem Stress schützen. Das ist insgesamt ein Zellschutz und wir haben ja viele, viele Billionen Zellen. Genauso das Gleiche gilt für Mangan. Und diese Mikronährstoffe, die unterstützen die verschiedensten Aspekte der mitochondrialen Funktion. Von der Energieproduktion bis zum Schutz vor oxidativem Stress. Und hier ist natürlich eine ausgewogene Ernährung, die reich an diesen Nährstoffen ist, total wichtig und kann die Gesundheit und die Funktion der Mitochondrien fördern. Einige dieser Substanzen kann der Körper selbst herstellen. Andere muss er mit der Nahrung zu sich nehmen, die deswegen qualitativ höchstwertig sein sollte, also möglichst frisch und nicht industriell verarbeitet. Eine Unterversorgung an wichtigen Nährstoffen führt definitiv zum Energieverlust. Auch dauerhaft fehlende und qualitativ hochwertige Bewegung, die nämlich dazu in der Lage ist, große Gewebebereiche zu aktivieren, verschlechtern, wenn sie eben nicht in Aktion sind, die Funktion dieser Kraftwerke. Oder die Einnahme von Medikamenten, wie beispielsweise die Cholesterinsenker aus der Gruppe der Statine. Die verhindern nämlich die Bildung des körpereigenen Q10s, also des Provitamins Q10, das eine lebenswichtige Funktion für die Mitochondrien hat. Nimmst du zum Beispiel ein solches Medikament ein, also um deine Fettwerte zu senken, also in Form von Statinen, dann solltest du unbedingt regelmäßig Q10 als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Und zwar ungefähr 100 bis 200 Milligramm, also mindestens. Und zwar in Form von Ubiquinol. Es gibt zwei verschiedene Formen. Und Ubiquinol, das ist die reduzierte, die aktive Form von Q10. Denn der Körper kann nämlich Ubiquinol direkt nutzen, ohne dass eine zusätzliche Umwandlung noch erforderlich ist. Es wird oft als besser verfügbar angesehen, besonders für ältere Menschen oder Personen, die schon an irgendwelchen Krankheiten leiden und dadurch die Fähigkeit zur Umwandlung von Ubiquinol, so heißt nämlich die andere Form, in Ubiquinol mit dem Alter oder eben bei bestimmten Erkrankungen abnehmen kann. Im Übrigen ist es mittlerweile tatsächlich möglich, die Aktivität deiner Mitochondrien, deiner Zellkraftwerke im Blut messen zu lassen. Diese Untersuchung und eine gute Mikronährstoffanalyse, die geben im Übrigen Aufschluss über den Zustand deiner Energieproduktionskraftwerke. Du kannst im Übrigen über eine Steigerung der Qualität deiner Ernährung mit einem möglichst frischen Anteil an frischen Salaten, Gemüse, vollwertigem Getreide, Nüsse, Hülsenfrüchte, Gewürze, Kräuter, Samen und darüber hinaus über eine Ergänzung mit orthomolekularen Substanzen, also mit Nahrungsergänzungsmitteln, die fehlenden Stoffe zuführen. Natürlich, ich kann es nicht sein lassen. Zusätzlich hochwertige Bewegung, die möglichst alle Körperbereiche aktiviert, solltest du natürlich auch durchführen, denn sie wirkt dreifach. Sie erhält und erhöht die Anzahl der Kraftwerke. Sie erhöht, habt ihr das gehört, die Anzahl der Kraftwerke, steigert natürlich deren Leistungsfähigkeit und bewirkt, dass die Nährstoffe überhaupt erst in alle Körperbereiche, in die Zellen und damit zu den Mitochondrien gelangen können. Und somit wecken die natürlich auch wieder die Lebensgeister. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Danke fürs Zuhören. Danke für euren Daumen nach oben. Und wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und jetzt wünsche ich euch einfach, dass ihr ganz viel Energie bekommt und gesund bleibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.